Der Berliner Leichtathletikverband lud ein und viele kamen volles Haus in Berlin. Am vergangenen Sonntag wurde es laut in der Hauptstadt. Nicht nur wegen des Musikfestivals Lollapalooza im Olympiapark, nein, zahlreiche Zuschauer und Fans zog es ins Stadion Lichterfelde, wo die diesjährige Team DM in der Leichtathletik ausgetragen wurde. Besonders ist, dass hier Einzelsportler zusammen, die sonst ja nicht zusammen Sport machen in Disziplinen, dafür zusammenkommen und jeder für sich mit seinen Leistungen das Team seiner eigenen Mannschaft und seines eigenen Landesverbandes nach vorne bringen kann. Junge Sportlerinnen und Sportler unter 16 und unter 20 Jahren aus ganz Deutschland kämpften in 10 bzw. 12 Disziplinen um möglichst viele Punkte für ihr Team und versuchten, ihre persönlichen Bestleistungen noch einmal zu verbessern. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir im Team zusammen 10,70 Meter springen. Wir haben es jetzt so knapp auf 10,40 Meter geschafft. Aber dafür, dass die anderen Disziplinen so gut waren, ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Bei Weitsprung wollte ich auch eigentlich einen neuen deutschen Rekord, also 7,30 springen. Aber mit 7,17 bin ich auch richtig zufrieden. Und bei Kugel habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte. Bei bestem Wetter und vor einem tollen Publikum traten in jeder Altersklasse 8 Vereine, darunter auch gleich mehrere aus Berlin, im Kugelstoßen, Speerwurf, Diskuswurf, Weitsprung, Hochsprung, dem 3000 Meter, 800 Meter und 100 Meter Lauf, Hürdenlauf und der 4x100 Meter Staffel gegeneinander an. Für die Mädchen und Jungen der U20 kamen auch noch die 400 Meter und der Stabhochsprung dazu. Den krönenden Abschluss bildeten traditionell die 4x100 Meter Staffeln. Diese sind besonders wichtig, da es die doppelte Punktzahl zu holen gibt. Ja, also bei der Staffel haben wir eine sehr gute Staffel. Wenn wir nicht Verletzungsprobleme gehabt hätten, hätten wir bei den deutschen Meisterschaften vielleicht sogar eine Medaille geholt. Und dementsprechend glaube ich, dass wir hinten raus nochmal ein paar Punkte gut machen können auf jeden Fall. Bei den Mädchen der U16 konnte sich die Mannschaft vom TSV Rudow den ersten Platz sichern und machte damit einen wichtigen Schritt, um das Ziel des dritten Gesamtranges zu erreichen, der ihnen im Vorjahr noch knapp verwehrt geblieben war. Gerade schon als ich zurückgerannt bin, ich hatte vor Freude, einfach Tränen in den Augen. Und unsere erste Staffel hat ja leider den Stab verloren. Haben wir dadurch das zum Glück noch gerettet. Aber ja, jetzt warten wir aufs Ergebnis und hoffen natürlich auf den dritten Platz. Am Ende setzte sich bei den Mädchen der U16 die Mannschaft vom TV Wattenscheid 01 durch. Unsere Berlinerinnen aus Rudow sicherten sich den dritten Platz. Bei den Jungs konnte sich sowohl die U16 als auch die U20 aus Gelnhausen-Darmstadt am Ende des Tages als deutscher Meister feiern lassen. Wir einen Heimvorteil hatten, dass wir hier in Berlin unser Wettkampf hatten und dass wir kurze Fahrtwege haben, das war ganz gut. Zudem war es auch schön, mal zu sehen, ganz Athleten aus ganz Deutschland zu treffen, dass alle zusammenkommen und als Team zusammenarbeiten. Letztes Jahr waren wir schon mal hier, also in Lager waren die, aber da wurden wir Vierter, waren halt das jüngste Team, war trotzdem schön, aber halt ärgerlich, dass kein dritter Platz wurde. Umso schöner war es dann heute, zweiter Platz zu werden. Der SV Preußen Berlin belegte knapp dahinter den zweiten Platz in der Kategorie U16. Bei den Jungen der U20 brachten es die Mannschaften von Eintracht Berlin, der LG Nord und der LG Süd Berlin auf die Plätze 5, 7 und 8. Die Mädchen der LG Eintracht Frankfurt siegten in der Kategorie U20. Die Mannschaften des LAC Berlin und der LG Nord Berlin belegten die Plätze 5 und 7. Doch gleich wie erfolgreich die Mannschaften auch waren, was am Ende im Mittelpunkt stand, war der Zusammenhalt und der Teamgedanke sowohl in der Mannschaft als auch untereinander.